machen wir weiter mit der Medienbearbeitung in Alma. Auch ich möchte einen ganz kleinen Überblick geben über die Funktionalitäten und ein paar Dinge hervorheben, die ich vielleicht für besonders wichtig und im großen Kreis auch für interessant halte. Auch wir haben ja die Gelegenheit, heute Nachmittag noch mal einiges zu vertiefen. Also, was bietet Alma für die Medienbearbeitung? Da möchte ich noch mal ein bisschen die Idee von dem Herrn Henger heute Morgen aufgreifen und ein bisschen gegenüberstellen. Wie war es früher, wie ist es heute? Also, was kann ein traditionelles Lokalsystem und konnte natürlich auch Aleph, und was haben wir damit üblicherweise getan vorher? Natürlich haben wir Titel, Lokal- und Exemplardaten verwaltet. Wie Herr Henger schon sagte, Lokaldaten ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ging das auch natürlich mit Aleph. Und wie haben wir das gemacht? In Zusammenarbeit mit unserem Verbundsystem. Und zwar war diese Interaktion eigentlich sehr einfach gestaltet. Wir haben im Verbund katalogisiert, haben dann den entsprechenden Titeldatensatz downgeloadet, haben in den Aleph importiert und alles Weitere, dann natürlich haben wir uns angesiegelt im Verbund, Bestandsnachweis hinterlegt. Und alles andere lief dann aber eigentlich in Aleph und ging irgendwelche anderen Systeme im Wesentlichen nichts mehr an. Also alles, was dann hier aufgestellt ist, Bestellungen versenden, gegebenenfalls die Bestellung natürlich auch mahnen, das steht jetzt nicht hier, aber gehörte natürlich auch dazu. Rechnungen bearbeiten, Eingänge bearbeiten, das, was man halt so alles macht im Lokalsystem. So, all diese Dinge sind natürlich mit Alma auch weiterhin möglich. Es ist sogar so, dass wir momentan immer noch im Verbund katalogisieren, auch das hat der Herr Henger heute Morgen schon gesagt. Auch wenn wir als Zielvorstellung ein bisschen was anderes haben, darauf gehe ich auch am Ende meines Teils noch mal etwas ausführlicher ein. Und natürlich kann man mit Alma dann auch die üblichen Dinge weiter tun, Bestellungen, Rechnungen, Eingänge und so weiter, auch Mahnungen, all das geht. Es war im Zuge des Change Managements, kann man sagen, auch kein Nachteil, dass sich an diesen ganz grundsätzlichen Dingen jetzt im ersten Schritt gar nicht so viel geändert hat. Also ganz konkret kann ich sagen, dass es, glaube ich, für die Medienbearbeiter schon sehr hilfreich war, dass sie weiterhin ihren gewohnten Client, WinIBW-Client hatten, mit dem sie zunächst mal die Titel katalogisieren können, wenn das notwendig ist, und dass dann die anschließenden Vorgänge zwar in Alma jetzt abgebildet sind und natürlich schon im Detail ein bisschen anders aussehen, dass aber dieser grundsätzliche Ablauf und die Grundstruktur des Workflows so verschieden dann auch wieder nicht waren. Da konnte man schon sehr vieles wiedererkennen. Alma bietet ein paar andere Möglichkeiten, auch im Bereich der klassischen Geschäftsgänge für die Medienbearbeitung, also durchaus auch für Print-Erwerbungen. Es ist beispielsweise möglich, einen sehr detaillierten Workflow zu entwickeln, der auch an verschiedenen Stellen immer wieder Genehmigungsinstanzen kennt. Also das ist mit Alma möglich. Wir haben das allerdings, so es irgend ging, abgeschaltet. Also in unserem Workflow kommen keine Genehmigungen vor. Also ich gucke auch als Leiterin der Medienbearbeitung nicht drüber, ob die Bestellungen alle richtig sind. Die gehen so raus. Da haben wir auch nichts geändert gegenüber dem Verfahren, das wir vorher hatten. Insofern, wenn jemand da vielleicht bei einer sehr großen Bibliothek oder bei einer sehr stark arbeitsteiligen Organisation der Geschäftsprozesse sowas möchte, einen sehr detailliert gestalteten und auch überprüften Workflow, dann kann er das machen, man muss aber nicht. Also wir sind das Beispiel dafür, dass man das Ganze auch sehr schlank gestalten kann und da keine überflüssigen Schleifen auch einbauen muss. So, noch mal ein bisschen dann weiter, was bietet es noch, bis auf die bekannten Lokalsystemfunktionalitäten? Es bietet umfangreiche Funktionalitäten im Bereich Electronic Resource Management. Das hatte ich ja bereits zu Beginn gesagt, dass das aus meiner Sicht auch ein sehr wichtiger Bereich ist, der eben in den Altsystemen nur unzureichend abgebildet war. Das wissen Sie wahrscheinlich alle. Die traditionellen Lokalsysteme sind einfach für elektronische Medien nicht konzipiert, haben nicht die geeigneten Datenstrukturen, haben nicht die geeigneten Tools. Und da sind wir mit Alma, denke ich, einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Darauf werde ich auch gleich noch näher eingehen. So, und dann ist ein Unterschied die Interaktion mit anderen Datenquellen.
hat Herr Henger heute Morgen auch schon mal erwähnt. Das werde ich auch noch mal kurz aufgreifen und noch mal ein bisschen schildern, wie die Interaktion eben mit dem Verbund, mit der ZDB, mit der EZB dann in Alma aussieht. So, jetzt können wir noch mal ganz kurz zu Alma wechseln. Was ich jetzt tun werde, ist mich hier einmal als ich anmelden. So, und was Sie jetzt auf den ersten Blick schon sehen dürfen, ist, dass die Oberfläche jetzt anders aussieht. Ich bin also Medienbearbeiterin, das heißt jetzt Teamleitung, Medienbearbeitung, also es ist ein etwas übergeordneter Funktions-Login, mit dem man auch ein bisschen erweiterte Rechte hat. Aber das Wesentliche, was ich Ihnen zeigen wollte, ist ja genauso wie bei den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern auch, nämlich, dass hier auch die Grundfunktionalitäten und das Menü vollkommen anders aussieht als das, was Sie eben gesehen haben. Also Sie müssen es jetzt nicht im Einzelnen lesen, aber Sie sehen, dass hier in dem Bereich Erwerbung und auch im Bereich Ressourcenverwaltung eine ganze Latte an Einträgen dazugekommen ist, weil wir natürlich hier die Möglichkeiten haben und mit diesen Funktionalitäten ja auch arbeiten müssen. Und hier sehen Sie jetzt auch schon sozusagen den Beleg für das, was ich eben behauptet habe, nämlich, dass die ganz normalen Dinge in Alma natürlich auch abgebildet sind. Sie haben hier eine ganze Reihe von Funktionalitäten für Bestellposten, die man selbstverständlich ja, anlegen kann, das ist sowieso klar, aber man kann sie dann auch suchen, man kann mahnen, man kann sie verlängern und so weiter. Dann gibt es Funktionalitäten für den Eingang und die Rechnungslegung, die hier unten dann gruppiert sind. Es gibt eine Eingangsliste, es gibt Möglichkeiten, Rechnungen direkt zu erstellen, Rechnungen natürlich auch aus einer Bestellung zu erzeugen und so weiter. Also sie dann in die Zahlung zu schicken und in verschiedenen Status weiter zu bearbeiten. Hier auf der Seite, die sich Ressourcenverwaltung nennt, das würden wir wahrscheinlich klassischerweise Katalogisierung nennen. Also das ist, auch wenn es nicht immer klassische Katalogisierung ist, das ist ungefähr der Funktionsbereich. Da hat man natürlich die Möglichkeit, tatsächlich in Alma zu katalogisieren. Wie gesagt, das tun wir im Moment noch nicht, sondern wir katalogisieren im Moment noch in der Verbundsoftware. Aber es geht und natürlich hat man auch die Möglichkeit, hier Datensätze dann zu bearbeiten. Also es ist ein voll ausgeprägtes Katalogisierungssystem, mit dem man natürlich die Datensätze hinterher beliebig weiter ändern, ergänzen kann. Dann haben wir hier einen ganzen Bereich, wo man auch elektronische Ressourcen neu anlegen und verwalten kann. Darauf werde ich auch gleich nochmal in der Präsentation dann etwas näher eingehen. Und einige weitere erweiterte Tools, die dann sich mit dem Datenimport, Export und ähnlichen Dingen befassen. So, das nur als ganz grober Eindruck. Oh, pardon, falsche gewählt. So. Das als grober Eindruck. Ich möchte mich jetzt im Folgenden ein bisschen konzentrieren auf die Electronic Resource Management Funktionalitäten. Im Workshop, denke ich, ist auch der richtige Platz, wenn dort diejenigen da sind, die sich für die Medienbearbeitung näher interessieren, dass wir einen Workflow auch komplett zeigen. Also wir zeigen dann heute Nachmittag eine komplette Buchbestellung von Anfang bis zum Schluss. Ja, Electronic Resource Management, zum Hintergrund muss ich da sagen, wir hatten bereits vor Alma ein Electronic Resource Management System im Einsatz, das allerdings natürlich vom Lokalsystem komplett getrennt war. Wir hatten, ich glaube 2011 war es, wenn ich mich recht entsinne, entschieden, dass wir das brauchen, auch wenn sich abzeichnete, schon damals abzeichnete, dass das keine Dauerlösung sein würde. Es war allerdings tatsächlich so, dass es uns geholfen hat, unsere elektronischen Bestände auch so aufzuarbeiten, dass wir es in der Tat jetzt leichter hatten, sie auch nach Alma zu bringen. Ich bin also durchaus froh, dass wir das eingeführt hatten und dass wir, wie gesagt, diese Grundlage damit auch geschaffen haben. Und wir konnten auch tatsächlich einiges von den Daten, die wir im ERM hatten, direkt migrieren
Und wir hatten eben auch die gedankliche Vorarbeit sozusagen geleistet. Es ist schon auch von großem Wert, dass man vorher seine Sammlungen und seine Bestände einfach mal übersichtlich gegliedert hat, sodass man dann auch leichter in einem neuen System das Ganze wieder aufarbeiten kann. Ich zeige Ihnen nachher noch ein paar Bereiche, wo wir tatsächlich auch was direkt migriert haben aus dem alten Electronic Resource Management System. Gut, gehen wir jetzt ein bisschen ins Konkrete, Electronic Resource Management mit ALMA. Das sind aus meiner Sicht vor allem vier Punkte, die da relevant sind. Einmal die Sammlungsverwaltung mit der dazugehörigen Knowledge Base. Hinter diesem Begriff Knowledge Base verbirgt sich jetzt in diesem Zusammenhang nichts anderes als die von Herrn Henger auch schon erwähnte Community Zone, in die wir gleich auch noch einen Blick werfen würden. Die Community Zone funktioniert für elektronische Medien als Knowledge Base, wo eben bestimmte Sammlungen schon vordefiniert sind, sodass man sie dann sehr einfach auch in den eigenen Bestand übernehmen kann. Also Sammlungsverwaltung mit Knowledge Base. Zweiter Punkt, Lizenzverwaltung. Also die Verwaltung der Verträge und der entsprechenden Vertragsbedingungen, die an der Bibliothek existieren und die Verknüpfung mit den dafür jeweils relevanten Beständen. Das ist so Kern der Lizenzverwaltung. Dann die Einbindung von Nutzungsstatistiken. Ja, ich denke, das ist auch schon immer, oder seitdem es elektronische Medien gibt, ein großes Desiderat gewesen, dass man Nutzungsstatistiken, die ja inzwischen doch in relativ großem Umfang auch in einem standardisierten Format, nämlich im Counter-Format vorliegen, auch systematisch nutzen kann, sie mit möglichst wenig Aufwand einsammeln kann und sie dann, das ist dann der logische nächste Schritt, auch auf die eigenen Bestände beziehen kann und somit auswerten kann, wie werden die eigenen Bestände genutzt und gibt es auch ein angemessenes Kosten-Nutzungs-Verhältnis, sodass man auch den Bestand sinnvoll evaluieren kann. Also Einbindung von Nutzungsstatistiken und weitere Tools für die Evaluierung des Bestandes und das Reporting. Ja, auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass es immer häufiger einfach auch Anforderungen von außen gibt. In allen möglichen Kontexten muss man sich immer mal wieder rechtfertigen für das, was man tut. Und da sind genau solche Dinge, also Berichte, die gerade auch Nutzungszahlen aller Art durch den Printbestand mit einbeziehen können, die sind da sehr gefragt. Gut, also davon gibt es noch verschiedene Eindrücke. Fangen wir an mit der Sammlungsverwaltung. Die Frau Leichtweiß hat ja Ihnen eben schon die Oberfläche von ALMA gezeigt. Insofern kennen Sie ja schon diese Grundkonfiguration, dass man immer eine einfache Suche hat. Und es ist Ihnen auch schon bekannt, dass man diese Suche nach unterschiedlichen Kriterien vornehmen kann. So, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie eine elektronische Sammlung, ach, das ist etwas klein, in Mannheim, in ALMA aussieht, wenn man von unterschiedlichen Seiten kommt sozusagen. Man kann natürlich in ALMA ganz einfach nach dem Titel suchen. Und dann findet man auch einen Titel. Hier oben haben Sie, das ist jetzt in dem Fall eine Zeitschrift, und zwar eine elektronische Zeitschrift. Der Titel wird ganz normal hier oben angezeigt. Das, worauf es mir jetzt ankommt, ist dieser Bereich hier. Sie haben hier einen Eintrag Verfügbarkeit. Und bei dem Eintrag Verfügbarkeit werden die verschiedenen Sammlungen angezeigt, in denen dieser Zeitschriftentitel verfügbar ist. Ich lese es Ihnen jetzt einfach vor, weil Sie es, glaube ich, nicht so gut lesen können. In dem Fall sind hier aufgeführt die Datenbank ProQuest Abi Inform Complete. Dann gibt es diesen Titel auch noch im Emerald Full Text Archive und es gibt ihn bei Emerald Management Plus. Das sind also alles verschiedene Sammlungen, eine Datenbank, verschiedene Zeitschriftensammlungen, in denen diese Zeitschrift enthalten ist. Das ist natürlich schon mal großartig, dass man direkt am Titel schön übersichtlich sehen kann, wo ist das Ding überall drin. Und natürlich hätte ich hier auch die Möglichkeit zu navigieren. Also die sind auch technisch verknüpft, der Titel und die Sammlung, sodass man auch hier direkt zu der einzelnen Sammlung springen kann und dann natürlich wieder um Dinge mit der Sammlung. Also das ist die Sicht auf den Titel. Die Sicht auf die Sammlung, nach der ich eben auch gezielt suchen kann, sieht dann so aus, das ist jetzt eine andere Sammlung, aber das Prinzip ist natürlich das gleiche.
Das Beispiel ist jetzt eine E-Book-Sammlung, Morgan and Claypool Computer and Information Science Collection 1. So heißt diese Sammlung. Und hier in dem, ne, wo ist meine Maus? Da. Hier in diesem Bereich steht dann eine sogenannte Portfolio-Liste. Portfolio, der Begriff ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht. Als Portfolio werden die einzelnen Ressourcen bezeichnet, die dann in einer Sammlung enthalten sind. Oder eine Einzelressource kann natürlich auch selbstständig sein, das gibt es natürlich auch, aber es sind jeweils die Einzelressourcen, die dann mit so einer Sammlung verknüpft sein können. In diesem Fall sind das also die einzelnen E-Books, die in dieser Sammlung drin sind. Das sind 50. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Punkt klicken würde, wenn ich wirklich in Alma wäre, dann würde ich bei einer Liste landen, in der eben diese 50 E-Books sind dann immer aufgelistet sind. So, zum Schluss dann noch die Sicht auf das Portfolio. Das ist jetzt ein solches Portfolio, was in dieser E-Book-Sammlung, die ich eben erwähnt habe, drin ist. Hier oben wird der Titel ganz normal angezeigt. Ich sehe drunter nochmal angezeigt die Sammlung. Eben, dass es diese Collection ist, die ich eben gesehen habe. Und ich habe dann, wie immer, hier unten drunter auch weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Aus jeder dieser Sichten kann ich jeweils das bearbeiten, was ich gerade angezeigt bekomme, oder ich kann zu dem navigieren, was damit verknüpft ist, oder ich kann, wie hier, Bestellungen anlegen, also andere Datentypen anhängen sozusagen an das, was ich gerade sehe, die eben im normalen Workflow relevant sind, oder Schritte einleiten, die normalerweise hier gebraucht werden an so einer Stelle. Gut, also das zunächst mal so ein bisschen als Überblick. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich so eine einzelne Sammlung aufrufe? Das ist jetzt wieder das Morgan and Claypool Computer and Information Science Beispiel. Ich habe da jetzt auf Bearbeiten geklickt sozusagen und lande dann eben in diesem sogenannten Sammlungseditor, wo ich unterschiedliche Möglichkeiten habe. Ich habe jetzt hier den Reiter aufgeklappt, der wieder Portfolios heißt. Also auch hier habe ich jetzt diese komplette Liste der einzelnen E-Books, die in der Sammlung enthalten sind. Und Sie sehen hier im oberen Bereich habe ich jetzt auch verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Insbesondere habe ich die Option Portfolio aus Gemeinschaft einfügen und alle Portfolio aus der Gemeinschaftszone hinzufügen. Hinzufügen heißt es, pardon. Ja, das ist jetzt hier der Link sozusagen zu dieser Knowledge Base, also zu der Community Zone, wie sie auf Englisch genannt wird, wo ich einen gemeinsamen Datenpool habe, der bereits vorhanden und gepflegt sowohl Titeldateninformationen als auch Bestandsinformationen, als auch die Informationen, was gehört zu welcher Sammlung, hinterlegt hat, sodass ich mir jetzt weitere Titel hier einfach dazu holen könnte. Bei Morgan and Claypool ist es jetzt eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil das eine abgeschlossene Sammlung ist mit den 50 E-Books, da käme jetzt nichts dazu. Aber wenn Sie zum Beispiel ein E-Book-Paket haben, in dem Sie Pick and Choose bestellen, dann könnten Sie jetzt an der Stelle hier aus der Gemeinschaft einfach einen weiteren Titel hinzufügen, wenn Sie halt ein neues E-Book aus der gleichen Sammlung, von der gleichen Plattform, vom gleichen Anbieter zusätzlich noch kaufen. Auch das ist was wir im Detail dann heute Nachmittag gerne nochmal vorführen können, wenn Sie das gerne sehen möchten. Gut, so viel dazu an dieser Stelle. Wenn ich in die Gemeinschaft tatsächlich wechsle, hier sehen Sie an dieser Stelle nochmal, wie das in Alma dann konkret aussieht. Ich habe einfach gesucht, ich habe nach einer Sammlung gesucht in diesem Fall. Normalerweise lande ich dann erstmal hier auf dem Reiter Institutionen. Das ist unser ganz normaler Bestand, unser OB Mannheim Bestand. Wenn ich zum Beispiel über diesen Button, den wir eben gesehen haben, in die Gemeinschaft wechsle oder auch ganz einfach aus der Suche hinaus, wenn ich hier auf den Reiter Gemeinschaft klicke, dann lande ich eben in dieser Knowledge Base. Auch hier wieder so ein Morgan and Claypool Beispiel. Ich hatte jetzt nach Morgan & Claypool gesucht, sehe dann hier sämtliche Pakete, die von Morgan & Claypool verfügbar sind. Auch hier sind eben unter diesem Punkt Portfolio-Liste dann die einzelnen E-Books aufgeführt, die in der Sammlung enthalten sind. Ich könnte jetzt, wenn ich an der Stelle auf Aktivieren klicke, wirklich sehr einfach, eigentlich mit einem Klick,
diese komplette Sammlung, und die kann auch durchaus, die muss nicht 50, sondern die kann auch durchaus ein paar tausend Titel enthalten. Das kann ich dann mit einem Klick in meinen Bestand überführen. Und sobald es in der Institutional Zone drin ist, kann es auch in Primo angezeigt werden und können die Nutzer auch schon drauf zugreifen. Also das ist tatsächlich da ein sehr, sehr schlanker Vorgang, der eine sehr, sehr schnelle Verfügbarkeit gewährleistet. Also kann ich alles dann auch noch machen. Also ich kann Stellungen anlegen und so weiter. So, wir kommen zur Lizenzverwaltung. Wie versprochen, das ist jetzt ein Screenshot von der Liste der Lizenzen, die wir fast genauso schon zu Beginn aus unserem Altsystem nach Alma migriert haben. Also auch im Altsystem hatten wir schon die einzelnen Lizenzverträge erfasst. Natürlich den Lizenzgeber, ist ja klar. Und das allerdings ist neu, also welcher Typ von Lizenz es ist, das war vorher nicht ganz so deutlich zu erkennen. Man kann also auch noch unterscheiden zwischen Basislizenzen und Amendments zu bereits vorhandenen Lizenzen. Amendments, also Hinzufügungen oder Vertragszusätze oder auch neue Versionen vom gleichen Vertrag. Also es können verschiedene Arten von Änderungen an einem Vertrag sein, die man hier ablegen kann. Natürlich kann man den Status bestimmen, ob sie aktiv sind, ob sie nicht aktiv sind. Und das Startdatum und das Enddatum, wobei da sehen Sie schon hier an diesem Screenshot, dass wir das tatsächlich nicht migriert haben. Also es ist einfach hier das Standarddatum der Migration, also Stand der Daten. Das müsste man in der Tat, wenn man es korrekt haben wollte, nochmal nachpflegen. So, aus dieser Übersicht kann man natürlich dann alle möglichen Dinge tun. Was ich Ihnen nochmal zeigen wollte, ist zum einen das. Hier haben wir jetzt eine bestimmte Lizenz mal aufgerufen. Das ist jetzt eine Ivory-Lizenz, und zwar die Basislizenz von Ivory. Und hier sehen Sie, man kann hier an dieser Stelle tatsächlich auch genau erkennen, welcher Bestand mit dieser Lizenz verknüpft ist. Ist jetzt gerade hier nicht so spektakulär, weil es nur ein Titel ist. Auch da ist es so, dass die Verknüpfungen teilweise noch nachgepflegt werden müssen. Also einige sind jetzt schon drin. Natürlich alles, was neu erworben wird in Alma, ist direkt korrekt verknüpft. Aber das konnte jetzt nicht komplett aus dem Altsystem migriert werden. Dafür waren einfach auch im Altsystem nicht die geeigneten Informationen vorhanden. Also Endzustand ist der. Hier wird genau angezeigt, welche Ressourcen gehören zu dieser Lizenz oder fallen unter diese Lizenz. Und angenehmerweise hat das Ganze sogar eine Historie. Also wenn Sie zeitlich befristete Lizenzen haben, die ablaufen können, können Sie immer noch erkennen, aha, die und die Ressourcen waren mal unter dieser Lizenz. Vielleicht wird es ja später wieder relevant und man kann sie später wieder anbestellen. Solche Dinge sind also hier sehr schön wirklich dargestellt und gut zu erkennen. Auch sehr gut und sehr detailliert sind die Möglichkeiten zur Erfassung von Lizenzbedingungen. Das richtet sich nach dem Standard, nach dem DLF-EAM-Standard. Der war tatsächlich auch schon in unserem Altsystem implementiert, wenn auch nicht in vollem Umfang. Also Alma hat den, glaube ich, in vollem Umfang umgesetzt. In unserem Altsystem waren nur so die gebräuchlichsten Dinge drin. Aber dadurch hatten wir tatsächlich auch die Möglichkeit, diese Daten zu migrieren. Bisschen gewöhnungsbedürftig sind an der Stelle die deutschen Übersetzungen, wobei ich das gerade auch noch nutzen möchte, um dazu zwei Worte zu sagen. Also hier dieser Bereich, also an den Übersetzungen wird tatsächlich noch gearbeitet, an den deutschen Übersetzungen. Wir haben auch schon ein paar Vorschläge gemacht. Ich glaube, die Berliner Kolleginnen und Kollegen werden da jetzt auch noch Beiträge leisten. Also die deutschen Übersetzungen werden sicherlich noch überarbeitet. Es hat sich aber tatsächlich in der Praxis gezeigt, im Arbeitsalltag, dass das die Kolleginnen und Kollegen gar nicht so sehr stört, auch wenn eine Übersetzung vielleicht, auf den ersten Blick nicht ganz korrekt oder vielleicht auch ein bisschen komisch ist im Deutschen. Man hat sich da so schnell dran gewöhnt, also man merkt sich dann einfach, das heißt in Alma so und so, wie eine etwas kuriose Bezeichnung halt. Und da der Workflow, der dahinter ist, ja logisch ist und einen gewissen Zusammenhang hat,
gewöhnen sich die Kolleginnen da sehr, sehr schnell dran. Was nicht heißen soll, dass es überflüssig ist, die noch zu verbessern, aber es geht tatsächlich eigentlich ganz gut. So, ja, also das sind die Lizenzbedingungen, die man hier erfassen kann. Kleine Randbemerkung, Sie sehen hier auch, wie sich diese Konstruktion mit Basislizenz und Ergänzung der Lizenz oder auch Amendment, wie wir das eben gesehen haben, auswirkt. Hier haben wir zum Beispiel einen Fall, wo diese Bedingungen hier alle aus der Basislizenz kommen. Und wir haben aber jetzt eine Ressource, die hier in dem Bereich unter das Amendment fällt. Also das Amendment, der Zusatz zur Lizenz, überschreibt an dieser Stelle die Bedingungen der Basislizenz, weil die dort ein bisschen anders sind. So Fälle hat man gar nicht so selten bei den elektronischen Medien und ja, das ist natürlich prima, dass man das hier so abbilden kann. Das ist auch deswegen prima, weil man grundsätzlich zumindest auch die Möglichkeit hat, diese Lizenzbedingungen in Primo anzuzeigen. Das machen wir im Moment noch nicht, weil wir, wie ich eben gesagt habe, noch dabei sind, auch diese Verknüpfungen aufzuarbeiten zwischen den Lizenzen und den dazugehörigen Ressourcen. Aber wenn wir damit fertig sind, denke ich schon, dass wir das auf jeden Fall tun werden. Also den Benutzern dann an dieser Stelle auch Hinweise zu geben auf Nutzungsbedingungen. Ich glaube, dass man damit sehr viele Missverständnisse und Rückfragen, die bei uns auch immer wieder an den Infotheken landen, vermeiden kann, wenn man hier die Gelegenheit hat, schon ja, vor allen Dingen eben auch auf Beschränkungen hinzuweisen, die es nun mal gibt bei elektronischen Medien heutzutage. So, damit komme ich zu den Nutzungsstatistiken. Ja, also die Nutzungsstatistiken werden eingesammelt über ein Tool, das es schon länger gibt. Das ist die Statistikplattform Ustat, die auch von Exlibris angeboten wird. Die haben wir auch vorher schon in gewissem Umfang jedenfalls genutzt. Die bietet auch eine Shibboleth-Schnittstelle, sodass die Nutzungsstatistiken auch automatisiert eingesammelt werden können. In einem Teil von ALMA, ALMA Analytics, über das der Herr Hinger nachher noch ausführlicher sprechen wird, gibt es zahlreiche vordefinierte Reports, die zum einen die Nutzungszahlen selber auswertbar dann darstellen und natürlich auch als Bericht dann exportierbar darstellen und diese Kosten-Nutzungs-Relationen auswerten. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele aufgeführt. Da gibt es noch viele, viele mehr. Also das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Zusätzlich hat man natürlich die Möglichkeit, eigene Reports zu definieren. Auch das, da verweise ich auch auf den Vortrag von Herrn Hinger, der gleich noch kommt. So, dann noch ein paar nützliche Tools. Ja. Ein paar nützliche Tools, die oft nachgefragt wurden früher und die wir bisher auch nicht liefern konnten. Zum Beispiel die Overlap-Analyse. Das ist was, wo vor allen Dingen Fachreferentinnen und Fachreferenten immer wieder nachgefragt haben. Overlap, die Frage ist die, Sie haben zwei verschiedene Sammlungen, Datenbanken oder auch Zeitschriftensammlungen, könnte auch genauso gut natürlich eine E-Book-Sammlung sein, und Sie stellen sich die Frage, inwieweit überschneiden die sich denn eigentlich? Ist da wirklich was Originelles in dem einen Ding drin, was ich jetzt vielleicht noch evaluiere und wo ich noch nicht ganz sicher bin, dass ich, ob ich das wirklich lizenzieren will? Also lohnt sich das dann überhaupt, das zu kaufen? Ist es überhaupt so originell? Oder ist da doch derselbe Krempel drin, den ich schon in einer anderen Datenbank habe? Also, das ist die Fragestellung und hier gibt es ein schönes Tool dazu. In dem Beispiel, das ich jetzt hier mal kopiert habe, vergleichen wir die Plattform, die Datenbank vielmehr ProQuest Abi Inform Complete mit EBSCOhost Business Source Premier. Das kann man hier einfach eingeben an dieser Stelle. Die Sammlungen sind ja definiert, die haben Sie ja in ALMA. Und dann läuft ein Prozess, in dem Fall hat er eine Minute und ein bisschen was gebraucht. Und es gibt vier verschiedene Reports, wie Sie hier sehen. Also zum einen ein Complete Overlap, da wird dann berichtet, welche Ressourcen sind sowohl in der einen als auch in der anderen Datenbank vollständig gleich enthalten, mit den gleichen Bestandszeiträumen enthalten. So, das sind schon mal eine ganze Reihe. Dann gibt es noch Partial Overlap, das heißt, es gibt die Ressource in beiden Datenbanken, der Bestandszeitraum überlappt sich nur teilweise. Also es gibt einige Jahrgänge, sind in beiden vorhanden, aber es gibt auch Jahrgänge, die nur in der einen oder nur in der anderen vorhanden sind. Title Overlap würde bedeuten, der Titel ist zwar in beiden Datenbanken vorhanden, aber die Bestandszeiträume sind komplett distinkt. Also die überlappen sich nicht.
Ja, und dann gibt es natürlich die Unique Titles, die tatsächlich nur in der einen oder anderen Datenbank vorhanden sind. Auf jeden dieser Punkte hier könnte ich jetzt, wenn ich wirklich in Alma wäre, draufklicken und es würde sich eine Excel-Tabelle öffnen, wo dann im Detail auch berichtet ist, welcher Titel mit welchen Bestandszeiträumen wie in welcher Datenbank drin ist. Also das ist schon eine prima Sache. So, damit, ich muss jetzt einen kleinen Cut machen, damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Also die Tools schließen wir mal ab, da hätte ich zwar noch das eine oder andere zeigen können, aber so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ich wollte noch mal kurz zu sprechen kommen auf die Interaktion mit anderen Datenquellen. Herr Enger hatte ja schon berichtet über diesen Verbund von Institutional Zone und Community Zone und wie das technisch auch aufgesetzt ist. Bei Alma, es ist tatsächlich so, dass das ein sehr enger Verbund ist in Alma. Also Sie haben eigentlich gar nicht so das Gefühl, dass es komplett getrennte Datentöpfe sind, sondern es sind tatsächlich, der Name ist schon sprechend, eher so Datenzonen, die ineinander übergehen wollen. Wenn Sie eine Sammlung als Beispiel aus der Community Zone in die Institution Zone übernehmen, wie gesagt, es ist ein Klick, Sie kriegen dann noch eine Abfrage, auch wollen Sie die Titeldaten auch mit rübernehmen, also wollen Sie die aus der Community Zone verwenden, wollen Sie eigene Titeldaten verwenden, also die Möglichkeit besteht dann auch. Das heißt, Sie können auch so eine Mischung hinterher haben zwischen Dingen, die aus der Community Zone kommen, Dingen, die Sie lokal hinzufügen, Titeldaten insbesondere. Sie können auch die Informationen, die aus der Community Zone kommen, beispielsweise über Bestandszeiträume, überschreiben lokal. Das ist auch möglich. Also es gibt wirklich so einen eigentlich einen fließenden Übergang zwischen dem, was die Community Zone ist und dem, was Sie in Ihrer Institution haben. So, darum herum, auch das hat Herr Henger schon gesagt, gibt es natürlich dann weitere Datenquellen. Wie gesagt, im Moment die Titeldaten kommen aus dem BSZ-Verbund in klassischer Manier. Wir liefern unsere Bestandsdaten an den Südwestverbund, es werden auch Löschungen nachvollzogen und Änderungen nachvollzogen. Also das geht wiederum von Alma raus an die Verbunddatenbank. So, also ähnlich soll das eigentlich auch funktionieren mit der ZDB. Selbstverständlich liefert die ZDB ja weiterhin Titeldaten an den Verbund, das ist ja klar. Für die Bestandsdaten haben wir begonnen, ein Profil zu definieren, mit dem dann die Bestandsdaten aus Alma geliefert werden können. Wir haben es aber noch nicht getestet und umgesetzt. Also das steht in der Tat noch aus. Ebenfalls bereits erwähnt, dass aus der EZB Pakete an die Community Zone kommen, hoffentlich dann auch in Zukunft noch in größerem Umfang. Wir haben im Moment etwa 60 Pakete aus der EZB in der Community Zone. Das waren eben die, die für uns relevant waren. Und das ist schon ein großer Teil unseres Datenbestands, also unseres Bestands an Sammlungen, den wir im Moment in Alma haben. So, ein Wort noch dazu, wie gesagt, wie es künftig mal werden soll. Wir hoffen im Rahmen des CBDZ-Projekts, an dem unser Verbund ja beteiligt ist, dass es zu einer Alma Network Zone in absehbarer Zeit kommen wird, die uns eben genauso komfortabel die Verbunddaten auch zur Verfügung stellt, sodass wir eben diesen Kernbereich, den ich hier mal rot markiert habe, noch ausweiten können und das in ähnlicher Weise nutzen können. Ich kann dazu sagen, dass es auch durchaus noch Bedarf gibt und Desiderate gibt, gerade im Bereich E-Book-Sammlungen. Die Community Zone bietet da schon sehr, sehr viel an Daten. Allerdings ist es nicht immer so, dass tatsächlich genau die Pakete, die wir erwerben, in der Community Zone abgebildet sind. Nicht selten gibt es nur eine einzige große Sammlung für eine komplette Plattform. Also da haben Sie eben, was weiß ich, sämtliche E-Books gemeinsam und können zwar darauf zugreifen, klar, das geht schon, aber vielleicht nicht unbedingt genau die Sammlung, die Sie jetzt erworben haben, ist da schon komplett definiert. Eventuell gibt es da neue Möglichkeiten, weil der Verbund, also unser Südwestverbund, eigentlich gerade im Bereich E-Books immer sehr gute Informationen und auch gut gepflegte Daten liefert, gerade zu E-Book-Sammlungen. Gut,
Ja, die ZDB ist natürlich weiterhin relevant, hat Henger auch schon erwähnt. Wir hoffen, dass wir auch ZDB-Daten an unsere Community-Zone-Datensätze andocken können. Das wäre sehr schön. Die Voraussetzung ist durch vorhandene ZDB-IDs teilweise schon geschaffen, aber noch nicht überall. Und natürlich ist auch uns die Verbesserung der Datenqualität da ein großes Anliegen. So, damit möchte ich nochmal zusammenfassen. Das ist die Folie vom Anfang, die Sie jetzt gesehen haben. Mein Eindruck ist, dass der wesentliche Schritt, den wir getan haben, der ist, das traditionelle Lokalsystem, mit dem man all diese Dinge, die ganz normalen Workflows natürlich auch machen könnte, war trotz allem doch printzentriert und es war eigentlich auch eine Datensackgasse. Also Sie haben zwar Dinge reingeholt von Ihrem Verbundsystem, aber irgendwas rauszukriegen und es dann weiter zu verbreiten, möglicherweise auch in andere Systeme wieder zurückzuspielen, das war also zumindest bei uns eigentlich nicht der Fall, das haben wir nicht gemacht. So, wogegen wir jetzt schon sehen, dass das Next-Generation-System zum einen natürlich alle Medienarten und vor allen Dingen auch die elektronischen Medien gut abbildet und dass es immer mehr so zu einem Datencockpit, habe ich das mal genannt, wird, wo man in der Mitte seinen Kerndatenbestand hat, aber alle möglichen anderen Systeme drumherum auch aus allem heraus beliefern kann, beziehungsweise sich damit vernetzen kann und somit einfach eine andere Stellung hat in diesem internationalen Datengeflecht, auf das wir zugehen. So viel von mir, vielen Dank.